Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Stelter und ich wurde gebeten, ein paar Gedanken zum Thema Europa und Europäische Union aus wirtschaftlicher Sicht zu äußern. Zuerst eine Anmerkung zu Beginn. Wir reden immer von Europa, wenn die EU gemeint ist, aber die EU ist nicht deckungsgleich mit Europa. Vor allem deshalb nicht, weil mit Großbritannien das ehemals zweitwichtigste, ökonomisch zweitwichtigste Land der Europäischen Union die EU verlassen hat, der sogenannte Brexit. Und da sind wir auch schon bei einem Kernproblem der Europäischen Union, nämlich dem, dass sie diesen Brexit meines Erachtens nicht ernst genommen hat. Man hat gesagt, naja gut, die Briten, die spinnen, die haben irgendwie, sind verführt worden, haben eine falsche Abstimmung gemacht und deshalb sind sie ausgetreten. Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Man hat auch alles getan, um ihnen den Abschied auch schmerzhaft zu machen, um zu zeigen, allen anderen auch, wenn man austritt, das ist nicht gut. Auf jeden Fall, meines Erachtens, wurde eine Chance verpasst, die Frage zu stellen, warum sind denn die Briten gegangen? Die Briten sind gegangen, weil sie einen Konflikt gesehen haben zwischen einer zunehmenden Zentralisierung innerhalb der EU und dem, was sie selber bereit sind mitzutragen. Und es gibt Umfragen in Europa, die gezeigt haben, dass bevor dem Brexit, also nach der Abstimmung, aber vor dem tatsächlichen Vollzug des Brexits, dass in der Tat in Ländern wie Frankreich und Italien die EU-Skepsis deutlich größer ist, als es in Großbritannien der Fall war. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Bevölkerung, die einer zunehmenden Integration zu den europäischen Staaten von Europa als Endziel skeptisch gegenübersteht. Das unterscheidet sich. In Deutschland ist die Zustimmung für so eine Idee viel größer als in den genannten Ländern Italien und Frankreich. Aber wir haben sicherlich ein Problem, dass hier die EU etwas versucht zu machen und dabei ist, eigentlich die Bevölkerung zu verlieren. Warum oder woher kommt denn diese Skepsis bezüglich der EU? Und wenn wir da reinschauen, muss man sagen, gut, die wirtschaftliche Bilanz der EU oder der Europäischen Einigung ist eigentlich zweigeteilt. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, mit den ersten Schritten der Europäischen Einigung, mit der Monetären Union, mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, hatten wir eine Periode von hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten, einem enormen Zuwachs an Wohlstand. Und dieser Wohlstand kam auch in den breiten Bevölkerungsschichten an. Das heißt, die EU wurde gesehen als ein Projekt, oder die Europäische Union, die Einigung wurde gesehen als ein Projekt, welches nicht nur den Frieden sichert, sondern auch den Wohlstand der beteiligten Nationen und der Menschen mehrt. Und das kam zu einem Ende im Beginn ungefähr im Jahr 2000. Im Jahr 2000 haben die Führer der wichtigsten Nationen der Europäischen Union in Lissabon beschlossen oder verkündet, dass die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt werden sollte. Man hat also gesagt, wir wollen bei der Forschung Spitze sein, wir wollen bei den Universitäten Spitze sein, wir wollen in der Bildung Spitze sein, etc. etc. 10 Jahre später musste man erkennen, dass man die Ziele auf breiter Front verfehlt hatte. Es gab außer den britischen Universitäten keine europäische Universität in den Top 10 weltweit. Es gab nach wie vor hohe Zahlen von Schulabbrechern, von Jugendlichen ohne Ausbildung und auch die Forschungsausgaben lagen in Europa weit unter dem, was man sich als Ziel vorgegeben hatte. Lediglich in Deutschland und in einigen anderen kleineren Ländern hatten wir die Ziele erreicht bezüglich der Ausgaben der Forschung. Aber in Deutschland zum Beispiel haben wir auch das Ziel bezüglich der Reduktion der Schulabbrecher nicht erreicht. Dann hat man gesagt, na gut, das ist jetzt die Euro-Krise, die gerade da ist, wir haben andere Probleme, wir verschieben das Ziel auf das Jahr 2020. Müßig zu sagen, auch im Jahr 2020 wurden die Ziele verfehlt und jetzt, wo Großbritannien nicht mehr in der EU ist, hat die EU beispielsweise keine Universität in dem Ranking auf den Top 10 Plätzen in der Welt. Das heißt, die Ziele wurden nicht erreicht. Stattdessen hatten wir eine Phase relativ schlechterer ökonomischer Entwicklung. Wesentlicher Grund dafür ist übrigens die Einführung des Euros. Der Euro ist ein politisches Projekt gewesen. Man hat ja damals gesagt, wir wollen die europäische Einheit fördern, wir wollen die Schwankung von Wechselkursen ausschließen und quasi damit auch den Prozess hin zur Integration erzwingen. Weil Ökonomen wissen, eine Währungsunion kann nur funktionieren in einem einheitlichen Staat, vor allem mit einer einheitlichen sogenannten Fiskalpolitik. Das heißt, wenn nicht jedes Land selber Schulden machen kann, wie es will, sondern das zentral gesteuert wird. Und die hoffende Politiker, auch damals Helmut Kohl war,
Naja gut, wir beginnen im Prinzip mit dem falschen Ansatz. Wir beginnen mit der Währung, die eigentlich am Ende einer solchen Einigung steht. Und wir werden mit dieser Währung die Einigung erzwingen. Und warum wollte man das, oder was hat man erhofft? Man hat erhofft, dass der Euro dazu führt, dass die Wirtschaften der Mitgliedsländer sich annähern. Also eine sogenannte Konvergenz ergibt. Und interessanterweise haben wir Folgendes erlebt. Vom Zeitpunkt der Ankündigung der Einführung des Euros bis zur tatsächlichen Einführung Ende 99, Anfang 2000, gab es in der Tat eine Konvergenz. Die Zinsen näherten sich zunehmend dem deutschen Niveau an, einfach deshalb, weil man davon ausging, dass die EZB ähnlich wie die Bundesbank eine solide Politik betreiben würde. Und dann würde man auf diese Art und Weise quasi mehr harmonisches Wachstum haben in allen Ländern. Das passierte in der Tat in dieser Phase. Dann kam der Euro und mit Beginn des Euros begann etwas ganz anderes, nämlich eine Auseinanderentwicklung der wirtschaftlichen Situation. Beispiel. Das billige Geld, das Geld war relativ günstig für die meisten Länder, weil sie eben deutsche Zinsen bekommen haben, war so tief, dass die Zinsen unterhalb der Inflationsrate liegen. Das heißt, es hat sich gelohnt, Geld zu leihen, weil man das Geld hinterher einfacher zurückzahlen konnte aufgrund der Inflation. Was macht man dann? Man leiht sich Geld. Was macht man mit diesem Geld? Man kauft etwas, was ein sicherer Vermögenswert ist. Konkret Immobilien. Das heißt, wir haben in Spanien, in Irland, in anderen Ländern einen wahren Immobilienboom erlebt, einfach deshalb, weil es sich gelohnt hat, Geld zu leihen. Dieser Immobilienboom führte nicht nur dazu, dass die Preise von Immobilien gestiegen sind und noch mehr Leute sich Geld geliehen haben und noch mehr die Preise hochgegangen sind, sondern haben auch einen Bauboom bewirkt. Weil wenn die Immobilienpreise steigen, baut man mehr. Wenn mehr gebaut wird, braucht man mehr Arbeitskräfte. Spanien hat dann über einige Zeit hinweg Hunderttausende von Menschen angelockt, jedes Jahr zum Arbeiten in Spanien, vor allem auf dem Bau. Und was muss man machen, wenn man viele Menschen hatte zuwandern? Bauen. Also hatten wir in Spanien eine riesige Immobilienblase. Und zum Höhepunkt des Booms war der Bausektor in Spanien so groß wie der von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Parallel dazu hatten wir in Deutschland eigentlich zu hohe Zinsen. Deutschland ist damals zu einem etwas überhöhten Wechselkurs in Euro eingetreten. Wir hatten deshalb Schwierigkeiten in der Wirtschaft. Deutschland galt als kranker Mann Europas. Und die damalige rot-grüne Regierung oder Gerhard Schröder hat daraufhin die Hartz-IV-Reform gemacht, die dazu führten im Prinzip, dass bei uns die Löhne gesunken sind oder zumindest stagniert sind. Das heißt, bei uns war das Zinsniveau eigentlich zu hoch am Anfang, während es bei anderen Ländern zu tief war. Dilemma der EZB. Also, Boom in einigen südeuropäischen Ländern, bei uns schwierige Anpassungszeit. Dann haben wir uns langsam erholt und dann platzte die Blase in den anderen Ländern. Man hat erkannt, man braucht nicht so viele Immobilien, man hat erkannt, es sind zu viele Schulden, vor allem viele Privatschulden gemacht worden, die auch nicht sinnhaft verwendet wurden. Und dann kam es zur Euro-Krise. Und in der Euro-Krise haben die Finanzmärkte gesagt, Moment mal, wir glauben nicht mehr daran, dass der Euro hält, dass er dauerhaft bestehen kann. Einfach deshalb, weil die Unterschiede so groß sind. Und es setzte Spekulation ein. Und diese Spekulation hätte auch den Euro gekostet, das Leben gekostet, die Existenz gekostet, wenn nicht die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi entsprechend interveniert hätte. Das berühmte whatever it takes. Die EZB hat im Prinzip gesagt, wir werden dafür sorgen, dass keiner Staat in Europa illiquide wird oder insolvent wird. Das heißt, wir werden immer zahlen können und damit war die Spekulation zu Ende. Problem in der ganzen Sache ist, dass meine Kritik auch vor allem an der deutschen Politik, da hat die Politik sich hinter der Notenbank versteckt. Die Notenbank kann zwar Geld billig machen und immer billiger machen, das sehen wir ja auch, aber die Europäische Notenbank kann nicht die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern herstellen. Spanien, Italien, Portugal, auch Frankreich, Griechenland haben aufgrund des Euros an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Warum? Weil dort eben Löhne und Gehälter weiter gestiegen sind, während sie bei uns nicht so gestiegen sind. Früher war das kein Problem. Früher konnte man die Währung einfach abwerten. Wenn es die Preise zu stark gestiegen waren in Italien, hat Italien die Währung abgewertet. Das waren super Nachrichten für uns als Konsumenten. Man ist nach Italien gefahren mit einem leeren Kofferraum, hat eingekauft, hat schön Urlaub verbracht und fuhr wieder zurück und hat eine tolle Zeit gehabt, was billig war. Es waren natürlich schlechte Nachrichten für die deutschen Exporteure, für Autos und Maschinen, die sich natürlich dann schwerer getan haben, ihren Export nach Italien. Das heißt, wir haben die Krise gehabt und wir haben die Krise seither nur über die EZB bekämpft. In der Folge, dass man gesagt hat, wir machen Geld immer billiger, aber wir lösen nicht die grundlegenden Probleme. Das heißt, wir haben seither eine andere Divergenz.
Also wir hatten in den ersten 10 Jahren des Euros die Divergenz, dass einige Länder sich deutlich besser entwickelt haben als Deutschland. Und danach das Umgekehrte. Deutschland hat sich besser entwickelt als die anderen Länder. Und damit haben wir Spannungen. Und die Spannungen haben immer mehr zugenommen. Und die Spannungen haben immer mehr Rufe laut werden lassen, das Problem noch zu lösen über andere Maßnahmen, namentlich über den Einstieg in eine Transfer- und Schuldenunion. Und die deutsche Politik hat sich da, wie ich finde, bis auch zu Recht, immer gewehrt. Einfach deshalb, weil so eine Transfer- und Schuldenunion ist wie so ein Blankoscheck. Das kann man eigentlich nicht machen, vor allem deshalb nicht machen, weil wenn man Geld überweist, aber keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, wie das Geld verwendet wird und vor allem nicht sagen kann, was im Prinzip die Länder tun sollen, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit besser wird, dann hat man eine unangenehme Rolle. Trotzdem sind wir jetzt auf diesen Weg gegangen. Wie gesagt, die Politik hat sich lange Zeit geweigert, aber in der Nacht- und Nebelaktion letztes Jahr hat dann die deutsche Bundesregierung nachgegeben und hat zugestimmt der Einführung des Wiederaufbaufonds. Und die Politiker, mit denen Sie jetzt sprechen werden, werden das überwiegend begrüßen. Es gibt eine Ausnahme, die AfD ist dagegen, wobei da kommen wir gleich dazu, warum die AfD auch auf dem Holzweg ist. Aber im Prinzip herrscht breiter Konsens in der Politik. Jawohl, das ist gut. Wir müssen im Prinzip Milliarden innerhalb Europas umverteilen, um so die Europäische Union zu erhalten. Das Problem, was wir damit haben, ist folgendes. Zum einen ist die Frage, wie viel können wir uns auf Dauer eigentlich leisten als Transfers? Man muss nämlich sehen, dass Deutschland keineswegs wirtschaftlich so stark dasteht, wie es gerne gesagt wird, auch von der Politik, auch schon vor Corona nicht. Wir haben gesehen, dass der Boom eigentlich getragen wurde nur durch die Tatsache, dass Geld zu billig war, EZB-Politik, dass wir deshalb einen schwachen Euro hatten, also einen schwachen Außenwert des Euros, was natürlich jemandem sehr besonders stark hilft, der viel exportiert wie Deutschland. Und wir haben auch gesehen, dass die sogenannte schwarze Null in Deutschland eigentlich nur das Resultat war der Politik der EZB, einfach deshalb, weil die Zinsen so stark gesunken sind und die Staaten oder der Staat und die Bundesländer entsprechend weniger für Schulden zahlen mussten. Und jetzt ist die Frage nur, wie geht es weiter? Wir haben gesehen, dass trotz dieser guten Rahmenbedingungen die deutsche Industrie seit einigen Jahren bereits nicht mehr im Inland investiert, sondern lieber im Ausland investiert, auch außerhalb der Europäischen Union. Und wir haben gesehen, dass unsere Kernsektoren, Stichwort Automobilindustrie, jetzt auch aufgrund der Politik bezüglich des Klimawandels, also Bekämpfung des Klimawandels, vor fundamentalen Herausforderungen stehen. Und das wirft die Frage auf, werden wir auf Dauer in der Lage sein, quasi die Europäische Union und den Euro über Transfers zu erhalten? Ich bin hier skeptisch, vor allem bin ich auch deshalb skeptisch angesichts der demografischen Entwicklung, vor der wir stehen. Denn wir stehen jetzt, in diesem und im kommenden Jahrzehnt, vor einem deutlichen Rückgang der Erwerbsbevölkerung und umgekehrt zu einem, über einen deutlichen Zuwachs der alten Menschen, die von Renten leben. Und das wird eine enorme Belastung sein. Und die Frage ist, können wir das sozusagen beides stemmen? Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Transfers auch bei den Empfängerländern eigentlich nichts bewirken. Wir wissen, dass Länder wie Spanien und Italien eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten gefangen sind in einer Transferkultur. Da gibt es große Regionen des Landes, wo im Prinzip über Transfers quasi die Bevölkerung ruhig gestellt wird. Und das sage übrigens nicht ich, das sagen führende italienische Ökonomen über ihr eigenes Land. Beispiel Italien, Nord- und Süditalien, dort werden seit über 100 Jahren, wird dort Geld umverteilt und wenn überhaupt, sind die Unterschiede heute größer als je zuvor. Das heißt, wir haben das Problem, dass die Gelder eigentlich nichts am grundlegenden Problem ändern. Und was noch viel schlimmer ist, dass wir im Prinzip das Risiko laufen, auf beiden Seiten Unzufriedenheit zu generieren. Bei denjenigen, die zahlen, Österreich, Deutschland, Schweden, die Niederlande. Und auf der anderen Seite bei denjenigen, die was bekommen, die sagen, reden uns nicht rein, was wir mit dem Geld machen sollen und wahrscheinlich auch sagen werden, es genügt nicht. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass die EU eben seit 20 Jahren ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreicht und die Prioritäten falsch setzt. Die Prioritäten eben eher setzt auf konsumtive Dinge und nicht so sehr auf das Thema, wie wir zukünftigen Wohlstand sichern können. Und das ist das Dilemma. Die deutsche Politik sagt, für uns ist Europa ein großer Gewinn. Dem stimme ich zu. Aber es ist nicht unbedingt ein wirtschaftlicher Gewinn, wenn wir nämlich hingehen und sagen, wir müssen quasi unsere Exporte, die wir haben, selber bezahlen, indem wir hinterher Geld in diese Länder überweisen. Wir brauchen hier eine Neuordnung. Und die Neuordnung ist nicht in Sicht, weil keine Partei hat da ein Programm. Und die angesprochene AfD, die zum Beispiel würde ich ganz klar kritisieren, die jetzt ja sagt, Deutschland sollte austreten, das ist natürlich völliger Blödsinn, weil austreten ist sicherlich das Letzte, was wir machen sollten. Wir sollten darauf drängen, dass die Europäische Union entsprechend reformiert wird. Reformieren heißt im Prinzip zwei Dinge tun. Zum einen
wirklich sicherstellen, dass wir eine Antwort haben auf das Thema zukünftiges Wachstum. Da geht es vor allem um Produktivitätsfortschritte. Und zum anderen die Frage aufwerfen, wie gehen wir mit dem Euro weiter um? Der Euro ist ein politisches Konstrukt, was nur funktionieren könnte, wenn wir wirklich die Schritte gehen zu einer vollständigen Fiskalunion, das heißt einer Übertragung der fiskalischen Rechte auf die EU, bei gleichzeitiger Aufgabe nationalen Rechte, hin zu einem Bundesstaat. Und zum anderen, die im Prinzip sagt, wir müssen im Euro es schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen von einigen Ländern, zum Beispiel durch interne Abwertung. Beides ist nicht in Sicht. Die politischen Mehrheiten innerhalb Europas sprechen nicht dafür, dass die Europäische Union in dem Maße so schnell realisiert werden kann. Und zum anderen sind interne Abwertungen, was nichts anderes heißt als Lohn- und Gehaltskürzungen, sicherlich nicht politisch durchsetzbar. Und deshalb brauchen wir einen anderen Ansatz. Und der Ansatz müsste meines Erachtens sein, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Antwort auf die Schuldenproblematik. Wir haben ja sehr viele Schulden in der Europäischen Union, vor allem auch Staatsschulden. Wir brauchen hier eine konstruktive Antwort. Und wir brauchen einen Weg, wie wir Ländern helfen, Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erzielen. Was könnte man tun? Zum einen könnten wir hingehen und könnten sagen, lasst uns doch Staatsschulden in der Tat auf europäischer Ebene in einen Topf werfen, poolen. Das ist was anderes, was wir jetzt machen. Jetzt nehmen wir neue Schulden auf und verteilen die um. Ich bin dafür, alte Schulden sozusagen zu sozialisieren, in einen Topf zu werfen. Und vor allem bin ich dafür, dass dann alle Staaten daran teilnehmen, eben auch Deutschland. Konkret wäre mein Vorschlag, dass wir beispielsweise alle Staaten Staatsschulden in Höhe von, nehmen wir mal 80% vom Bruttoinlandsprodukt an die Europäische Union übertragen, gemeinschaftlich. Dann würde Deutschland quasi schuldenfrei sein und Italien würde die Staatsschulden von ungefähr 160% auf 80% halbieren. Wir könnten auch großzügiger sein und könnten sagen, na gut, die Länder, die hochverschuldet sind, dürfen ein bisschen mehr reintun. Das ist auch egal. Und diese gemeinsamen Schulden würden auf europäischer Ebene dann im Prinzip in alle Ewigkeit umgeschuldet werden, was man sowieso schon immer macht, weil Staaten zahlen erfahrungsgemäß ihre Schulden sowieso nicht zurück, sondern schulden sie einfach nur um. Damit würden wir den hochverschuldeten Staaten helfen, würden aber gleichzeitig auch den finanziellen Spielraum schaffen, um in Deutschland selbst zu investieren, denn das ist eine noch größere Herausforderung, wenn wir unseren eigenen Wohlstand sichern wollen und vor allem, wenn wir die Aufgaben mit Blick auf den Klimawandel bzw. die Maßnahmen gegen den Klimawandel finanzieren wollen und erfolgreich durchführen wollen. Die andere Frage ist die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, weil nur durch die Möglichkeit, die Staatsschulden sozusagen zu reduzieren über einen gemeinsamen Staatsschuldenpool auf europäischer Ebene, stellt sich die Frage, wie können wir Italien, wie können wir Spanien wieder wettbewerbsfähig machen? Und ich bin da skeptisch, dass es innerhalb des Euros funktionieren wird. Ich glaube, der Euro ist dazu zu starr und plädiere deshalb dafür, dass wir ein Parallelwährungssystem zulassen. Das heißt, der Euro bleibt bestehen. Alle diejenigen Leute, die in Euro gespart haben, müssen keine Angst haben vor ihrer Ersparnis, müssen also auch nicht ihr Kapital außer Landes schaffen, sondern jeder, der ein Eurokonto hält oder hat, behält dieses Eurokonto auch. Aber wir sollten parallel dazu übergehen, entsprechend eine Parallelwährung einzuführen, also eine Lira, eine Pesete. Und was passieren würde, wäre ganz einfach, im Inland würde diese Währung wieder dominierend werden und es gäbe damit die Möglichkeit, letztlich doch eine Abwertung vorzunehmen und damit die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die EU schließt das komplett aus. Die EU sagt, nein, wir haben andere Prioritäten, wir werden ganz voll uns darauf konzentrieren, Europa klimaneutral zu machen, was sicherlich ein hehres Ziel ist. Dieses Ziel ist aber, das muss man auch ganz offen sagen, mit erheblichen Kosten verbunden und eben auch verbunden mit einem Wohlstandsverlust der Bürger. Warum? Weil wir natürlich nicht unbegrenzte Ressourcen haben. Und wenn wir mehr unsere Anstrengungen darauf verwenden, vorhandene Anlagen zu ersetzen, also Kohlekraftwerke durch Windräder und ähnliches, dann ist das sicherlich richtig für das Klima, aber es ist nicht unbedingt eine Mehrung von Wohlstand. Und hier kommt das Problem eben, dass wir unter Umständen Gefahr laufen, dass die Unzufriedenheit in der europäischen Bevölkerung noch weiter zunimmt. Das heißt, die EU muss, um zukunftsfähig zu sein, eine Antwort finden, wie sie Wohlstand schafft und Klimaschutz betreibt, nicht Wohlstand statt, sondern Wohlstand und da sagen die Politiker natürlich immer, das machen wir auch, aber in der Wahrheit, wenn man genauer hinschaut, machen sie das eben nicht. Und zugleich braucht die EU eine Antwort auf die Probleme des Euros, weil auf Dauer wird sie sich nicht hinter der EZB verstecken können, denn die EZB hat eigentlich nicht so wahnsinnig viele Dinge, die sie machen kann. Die Zinsen sind schon negativ, sie können auch weitere Wertpapiere aufkaufen. Sobald die Inflationsraten anziehen, wird der Druck auf die EZB zunehmen,
hier etwas dagegen zu tun, Zinsen zu erhöhen. Und dann haben wir sofort wieder eine neue Eurokrise. Das heißt, die Politik muss handeln und sie muss proaktiv handeln und nicht einfach darauf hoffen, dass ein Wunder geschieht. Denn die Erfahrung ist, dass solche Wunder eben nicht geschehen.